Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Daisy Livonia. zu zweit. Ja, das ist Raute 1. Der alte Server ist noch existent und bestehend. Der bleibt auch bestehend. Wir haben uns jetzt einfach mal einen zweiten noch geholt. Und wir kämpfen erstmal nochmal ums Überleben. Wir haben uns schon mal gefunden. Und davor, das alles wollte ich nicht aufnehmen, weil ich bin einige Male gestorben und so. Da habe ich mir so gedacht, das brauchen wir halt nicht zeigen. Das war echt, naja, nicht sehenswert. Guck mal, hier wäre schon eine erste Base. Hier kann man mit Leiter hochklettern. Ja, stimmt. Zelt haben wir auch einige gefunden, haben wir schon überall aufgestellt. Ich will mal kurz hochgucken, wie das ist. Oh, eine Pepsi. Endlich finden wir mal was. Boah, so ein Zelt passt hier schon mal hin, also, ne? Ach so, ja, gut. Hier oben. Nee. Ist nicht schlecht. Wir kennen die Karte tatsächlich eigentlich überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. Nee, wirklich, also das ist absolutes Neuland. Das ist So, Neuland. aber trotzdem mache ich jetzt erstmal ein Feuer, weil ich bin immer noch durchnässt und nur deswegen bin ich krank. Ach so. Da habe ich jetzt keinen Nerv drauf weiter. Achso, mein Inventar, ja gut. Die Munition hat er mir gegeben, weil er die schon gefunden hatte. Ich habe hier das hier so gefunden, so ein bisschen. Und die Pistolen hat er auch gefunden, da ich. Oh. Ich habe jetzt auch einen bakteriellen Infekt. Wie könnte man das nochmal zum Lagerfeuer-Dings machen? Oh. Du brauchst Stöcker? Zwei. Stickies, ne? Ja, genau, Kleine, ne? Stickies, genau. Und Ach ja, dann ich macht habe das, nur. glaube ich. Dann macht das, glaube ich, schon fast alleine, ne? Irgendwie. Halbschuhe, was habe ich denn für Schuhe? Achso. Ich habe Ganzschuhe. Ah, hier waren wir schon. Ja, gut, es ist gerade echt schwer hier irgendwie. Lagerfeuer herstellen. Ich stelle es da unten hin, wenn ich hier runter gucke. Ja. Zwischen den Bänken. Das Lagerfeuer. Aber wir haben uns auch eigentlich ganz frisch gefunden sogar. Also die Aufnahme begann jetzt vielleicht, ja, vielleicht 10 Minuten. Ja, du, ach nee, Quatsch, wir sind durch einen Wald gelaufen. Da. Ja, gut. Aber trotzdem, was ist passiert bis hierher? 10-mal gestorben. Nicht schlecht. Und immer noch irgendwie kein Fressen richtig. Nicht mal ein Tier gefunden. Leider. Selbst wenn ich ein Hühnchen finden würde. Ich würde. Oh, Essen! Ich würde alles dafür geben. Und Streichhölzer. Habe ich schon zwei Packungen. Okay. Plus ein Feuerzeug. Kann man leider nicht stapeln, die Dings. Streichhölzer. Ohne IJ-70, aber ich habe. Was habe ich für Munition gefunden vorhin? Für eine CR527. Ach du Scheiße, keine Ahnung, was Was, das warte schon mal, IJ70, was für Qualität, also wie. ist. Schlecht. Gelb, dunkel, demoliert, glaube ich, naja. Ja, meine auch. Wie gesagt, aber die könntest du auch von mir kriegen mit Magazin. Damit habe ich sogar nochmal 19 Schuss zum Nachladen. Ja gut, jetzt habe ich erstmal 2, 4, 6, 60 Schuss mit der einen. Mit der Rapid So. Tier. Habe ich auch noch nie gespielt. Oh, nochmal Essen. Und Magazin für die IJ70, na gut. Achso, wir haben hier übrigens bei diesen Servern nichts umgestellt, also wirklich gar nichts. Also ist alles auf 100% Standard. Außer natürlich ein Passwort drin. 30. Ein Tag lang zwar nicht, aber. Ja gut, weil wir gedacht haben, hier kommen andere drauf und Nur kam doch den. direkt den ersten Abend. Ja, der wollte mich direkt killen. Direkt eine Waffe Alter. mit. Und dann wollte ich direkt wegmachen. Ja. Ich auf dem Server, also wirklich. Eigentlich war er noch länger, kürzer drauf wie ich. Obwohl, vielleicht nicht mal.
instant einer hier so, I kill you, where are you, I kill you. Alter, ich hab mich so gedacht, what the fuck, das ist Nachbarschaftsfreundschaft. Ich stehe immer noch, dass ich nur durchnässt bin, aber ich habe nichts mehr, was Feuchtes war sonst irgendwie. Feucht. Tericerin, Bakterie, oh geil. Klack. Tetrazylin-Tabletten. Habe ich jetzt gerade genommen. Jetzt müsste ich ja eigentlich gleich wieder Perfektion sein. Nicht schlecht. So. Alter, meine linke Hand friert gerade irgendwie ab. So. Kräuterlikör. Ich bin ein bisschen hochgegangen und diesen kleinen schmalen Weg bin ich hoch. Okay. Ich würde sagen, hast du Fleisch da, aber nee. Ja, leider nicht. Konnten wir. Ja, stimmt. Sag mal, konnten wir nicht. Ah, nee, Quatsch. Menschenfleisch war das. Los, geh sterben. Ich wollte gerade sagen, das wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht gewesen, das zu anfangen. Alter, Tiefkühler Alter, Blutentnahme-Zelt. Das ist auch ein neues Haus, was ich noch nicht kenne. Hm. Oh, die Handschuhe. Hochgelaufen, ne? Genau, da links. Hose mit 24. So. Ah, vielleicht war das sogar das Kaff, wo da hinten noch die Feuerwehrklamotten lagen. Könntest du die anziehen? Ja. Oh, hier liegt schon wieder ein Dachzelt. Ein Zeltdach. Stell direkt auf die Straße. Da müsstest du sogar dran freilaufen sein, wenn du wirklich links gelaufen bist. Rechts? Naja. Hä? Links den genau. Feldweg dann? Feldweg hoch und dann links. Bin ich gelaufen. Ja, oh, genau. Okay. Ich geh mal kurz auf die Straße. Oh. Ich stehe jetzt mitten auf der Straße, aber irgendwie. Dann bist du wahrscheinlich noch viel weiter oben, denke ich mal. Hä, wo bist du? Da, wo ich vorhin war. Wieso? Achso, ich dachte, du kommst hier hoch. Ja, ich bin schon in der Richtung ein bisschen hochgekommen, ja, aber nur nicht weit. So, erstmal ein Foto machen. Oh, warte mal, Anzugsjacke? Ach, Jacke. Wie gut ist die isoliert? Schwach isoliert. Ne, gut. Meine ist stark isoliert. Oh, Winchester-Munition. Geil. Arbeitsschuhe. Geil. Ich geh jetzt einfach mal die Straße nicht weiter hoch. Vielleicht bist du ja da. Da bist du ja. What the fuck? Unten ist das Zelt in der Ecke. Gut. Hast du ein Foto gemacht, ne? Ja. Na gut, wie gesagt, ich bin Feldweg lang gegangen. Du bist jetzt Straße gegangen. Ja, gut, aber was heißt Feldweg, Wanderweg? Eine Graslampe. Gut, das Zeug ist weg, ey. Ah, Fass. Was? Demoliert das Fass? Ja, das verstehe ich auch nicht. Das kotzt mich auch an. Das hätten sie echt nicht einfügen müssen. Stell's einfach auf die Straße. Ja. Da kannst du ja reparieren, angeblich mit Epoxidharz. Hab ich dabei, können wir ausprobieren. Ja, du mach. Achso, hab ich auch dabei. Siehst du, ich versuch das jetzt mal direkt. Aber ich dachte nur bei Helm. Ach ja. Stimmt. Hat sich schon wieder erledigt. Oh, ist schon wieder ein Zeltdach. Alter, WTF. Alter Schwede. Gerade dieses hässliche. Ich mag das eigentlich gar nicht. Echt nicht? Oh, weiß nicht. Von dem Gelb ist das geil.
Das ist nicht. Ach so, ja gut, kann sein, dass es oh. gelb ist. Das ich gefunden hatte, das war knallbunt. Ja. Gelb-rot. Ja, genau. Dieses Zockerszelt. Das habe ich da unten auch schon hingepackt. Feier ich total. Wo hat jetzt das blöde Messer hingepackt, weil ich gerade aufgehoben habe? Gerade was aufgehoben und ich hab's nicht. Ein Küchenmesser. Achso, ich habe ja schon eine Axt. Habe ich hier ein Magazin drin? Oh, die Blaze mit 2 Schuss. Die braucht ja Winchester noch. Ja, habe ich gerade gefunden. So, okay. Tja, ich würde dazu gerne einfach mal aus dem Zelt oder so reinpacken. Aber eine was Hose. Ist, wenn man auf einmal... Wie bitte? Ich dachte, ich würde gerne mal aus dem Zelt und so reinpacken, damit ich mal wieder laufen kann. Problem ist, wenn wir wirklich mal ein Auto finden jetzt unterwegs, dann haben wir nichts. Feuertonne. Hattest du jetzt nicht ausprobiert mit Xbox-Zitats, oder? Doch, funktioniert nicht. Okay. Schade her. Glaube ich eigentlich nicht, dass wir jetzt auf die Schnelle ein Auto finden. Ich glaube, wir bleiben noch lange auch heimatlos. Ja, das ist sowieso. Arbeitsschuhe? Ach, habe ich ja gerade. Erst sobald wir das Auto haben, dass wir von A nach ja. B können. Wir sollten vielleicht mal angeln. Problem ist, ich hatte eine Angel, aber die habe ich jetzt natürlich nicht mehr. Hattest du die hier oder hattest du die beim anderen Server? Achso, ach, verdammt. Stimmt. Ich hatte die beim anderen Server direkt gefunden. Das weiß ich gerade leider nicht. Ich glaube aber doch tatsächlich auch. Wollen wir nicht mal in die Stadt reingehen? Oh, falsche Richtung. Ja. Wow. Ja gut, ich denke mal, wenn wir jetzt erstmal in der Stadt bleiben, könnte ich vielleicht das Zeug erstmal wegpacken. Ja, ja, pack alles rein. Oh, jetzt auf einmal gerade das Essen runtersprungen auf gelb. Ja, bei mir ist jetzt Gott sei Dank alles weiß. Hä, hey, Fass? Achso, aufmachen. Angelhaken. Daher ist Tag bleibt, können das auch weg. Blutentnahme Z kann auch weg. Terrain-Tabletten nehmen wir natürlich mit. Terrain. Ja. Oh, Sportlermagazin. Kommt weg. Ich stelle das andere Zelt mal daneben, ja. Jo. Was ich noch dabei habe. Ich fand ja dieses Weinrote so geil. Aber das war halt schon übelst beschädigt. Darum habe ich das nicht mitgenommen. Aber hast du aufgestellt, ne? Nee, nur hingepackt. Oh. Oh. Gut, das wird dann wahrscheinlich die Spawn. Meinst du? Na gut, irgendwann schon. Darum immer alles aufstellen. Server ist ja eh zu. Uiuiui. Ganzen Diegel-Waffen-Dinger hier von dir. Ja, wenn ich packe sie hier rein, oder? Ja, ich bin auch gerade dabei. Ja. Schrotmunition habe ich. Ey, Munition hab ich auch eigentlich wieder ganz gut gefunden. Ja. Batterie? Ah, nehme ich mal mit. Streichhölzer sowieso. Ich habe auch schon ein paar Batterien. So. So, von mir aus können wir weiter. So, dann packe ich die U70 hier auch. Oh, Schilder 2. Hast du doch ein Zelt hingestellt, alter Schwede. Ja. Guck mal jetzt hier in die Dings rein, wie die Flagge aussieht. Ah ja. Wow, ist ein Bär. Ja, richtiger Bär. Nagelkiste. Ganz richtig Nagel, die Kiste. Die olle Kiste. Jetzt kann ich das wieder nicht so hindrehen, wie ich das will.
jetzt auch, Mann. So. Ach, hier war ich schon drin. Ah, hier ist ein Zombie. Da. Hat nichts dabei. Die zwei Scheinwerfer verlampen. Jetzt habe ich erstmal wieder Platz. Code immer, Gott sei Dank. Gut, wo ist meine Axt? So. Ach ja, jetzt muss ich erstmal was fressen. So, ich gebe da mal einen Schuss frei. Ah, noch ein Jutebeutel, alter Schwede. Deswegen hatten wir die mal sammelt, um eine Ginning Suit herzustellen oder so? Ja. Naja, ist halt scheiße, dass der den Rucksack ersetzt. Ich habe mal dein gelbes Zelt aufgestellt, ne? Was du unten gefunden hast, das hast du auch nicht aufgestellt. Ja, ja, weiß. Bist du wieder da runter? Das war doch gleich um die Ecke. Ich bin doch schon wieder hier oben. Er hat schon. Sag mal so, was du gefunden hast, so ein Zelte. Auf jeden Fall Garagenzelt? Ein Garagenzelt und eigentlich der nur Zeltdachs. Achso, wie viel? Vier Stück. Pohoho. Alter Schwede. Oh, und Trockensack, das ist eigentlich ganz geil. Da kann jetzt das Papier rein. Papier, die Tablettenkram. Ich hab dir immer eigentlich ein Foto geschickt, weil ich das gefunden hab im Zelt. Es waren schon ein paar. Ach so, ja gut. Dann ja. Doch, vier Fotos, glaube ich. Das Garagenzelt hast du gleich nicht geschickt. Doch, das müsste ich auch geschickt haben. Oh, wie super, die MK2. Die habe ich schon liegen lassen. Die ist ja dufte. Damit kriege ich nicht einen Zombie gekillt wahrscheinlich. Weg mit dem Schmutz. Noch einer? Vorsicht. Von hinten. Bestimmt auf mich. Okay, da vorne sind nochmal zwei. Ah, gut. Hat man den schon mal in so eine Farbe gefunden? Den Lada? Nee. Er ist doch blau. Aber so gräuliches Blau. Ist das der richtige Blaue, meinst du? Boah. Das weiß ich gerade nicht. Alter, noch ein Jutebeutel, was ist denn hier los? Ja, in dem Gebäude war ich hier. Hier bin ich rumgelaufen auf der Straße. Achso, hier war schon drin, ne? Da müsste ich eigentlich auch drin gewesen sein. Wow, hier ist gar nichts. Können wir hier eigentlich links gleich hochlaufen? Können wir uns die Straße sparen? Also Essen und Trinken sieht bei mir echt gut aus momentan, ne? Na, ich habe nur noch jetzt eine Vierteldose. Ich muss den gerade schon wieder fressen. Ich würde gerne einen Dosenöffner finden, damit wir nicht so viel verschwenden wollen. Ja, das kotzt mich auch so an. Da drüben ist ein Zombie. So, bei der Kirche war ich auch noch nicht. Doch, auf dich. Ich wollte gerade sagen. Ja, Thunfischdose. Plastikflasche. Na, endlich mal. Wieder ein Nieset. Da habe ich jetzt auch Gott sei Dank zwei, also von jenen eins. Das ist gut.
Ich gehe mal zur Kirche hoch. Okay. Ich klapper mal hier die Dings. Bei der Kirche habe ich irgendwie noch nie was gefunden. Ja, ich will mal gucken. Ist jetzt eine andere Karte. Hier liegt noch ein Beil, aber meins ist noch makellos. Repetier, Carabin. Oh, Frühstücksflocken. Also gut, Essen und Trinken habe ich jetzt eigentlich ganz gut. Frühstücksflocken gefunden? Ja. Schlecht. Gibt's da erstmal früh. Oh. Problem ist, wir haben Zeit aus. Oh, shit. Alter, jetzt hat dieser Dreckszombie mich übelst gepistet. Wow, man kommt nicht in die Kirche rein. Nun dieses Eingang, hinterm Eingangtor. Oh, warte, hier geht's nach oben. Zum Turm geht's also noch. Oh, hier ist noch die LR-22 Muni 40 Schuss. Wow. Ja, die ist so scheiße. Ja, darum. Warum findest du wahrscheinlich auch so viel Munition gleich? Wahrscheinlich. Oh, Wagenzelt! Oh! Nice. Könnte man schön gut snipen. Alter, man kann aber die Fenster zumachen. Noch ein Wagenzelt. Ey. Wir finden ja so viel gerade. Von einem Zelt? Das ist der Wahnsinn. Wenn wir die alle wieder eingesammelt haben, ey. Boah, das wird geil. Okay, ich kann das hier nicht aufstellen. Ich kann das hier nirgendwo aufstellen, das Wagenzelt, ne? Ach, da bist du. Ja, ist ja auch schräg hier. Ja und? War doch immer so, weißt du doch. Muss man hier jetzt geradeaus weiter, die kleine Nebenstraße, da sieht's relativ gerade aus. Sicher deswegen, das ist ja nun wirklich. Weißt du noch, wo wir die ersten Zelte hatten bei unserem anderen Server? Wo wir es die ganze Zeit im Wald platzieren wollten und es immer zu schräg war? Ach, Gott sei Dank. Ja, das hätte ich jetzt, also auf Straße hätte ich nicht gedacht. Was ein Foto? Ja. Eines Tages werden wir euch holen. Und in irgendeine x-beliebige Base packen. Ich habe die CR-Kram-Gewehr-Dings gefunden. Was ist das für eine Munition gewesen? Oh, verdammt. CR? Ja, hier, kommen wir hier rein. Genau. Dieses Sniper-Gewehr? Genau. CR-75. Achso, weiß ich nicht, ob das Sniper ist. Ja, doch, da kannst du einen Sniper, wie sie drauf machen, das Geile sogar. Mit Magazin. Ah, warte, dafür habe ich Schuss weggepackt, ne? In das eine Zelt. Ich nehme sie mal mit. Denn kann ich sie da nachher nochmal reinpacken. Ich habe einen Wesen-Champion gefunden. Holdemeid. Das knallt. Obwohl, ich pack die einfach gleich hier in das Zelt rein, ne? Wir brauchen sie jetzt eh nicht. Waldpilz, verdorben. Alles ist lächerlich. Ich habe gerade einen Wiesen-Champion gefunden, Roh. Wie gesagt, wenn du ein bisschen was brauchst, sag Bescheid sofort, ne? Ja, ich habe ja Thunfischdose und noch eine viertel große Dose. Okay. Also ich bin gelb, ich muss fressen. Ja genau, sobald es gelb wird, esse ich auch immer sofort was. Also ja, immer so wenig rennen wie möglich, aber ich vergesse das irgendwie immer, weil das so gewohnt ist. Oh, hier liegt ein Revolver. Nee. Jetzt ernsthaft? Hey, ja, warum? Oh, ich habe dafür Munition. Ja, das ist die Munition, die ich dir alles vorhin gegeben habe. Wow. Ja, dann würde ich eher raten, den Revolver vielleicht zu nehmen. Oh, Multivitamin-Tabletten. Oh, super, hätte ich den mal vorher erfunden. Hättest du nichts gekriegt. Nichts. Da gibt eine Anzeige. Darauf habe ich die ganze Zeit nämlich hingegeiert. Schlagring. Dass ich den Kack-Revolver finde, wenn ich schon mal die Munition habe. Ah ja.
Die Suche war auf einem anderen Server auch ziemlich dolle. Ja. Jagdrucksack mit 63. Ich habe einen wasserdichten Rucksack mit 63. Oh, deshalb, das sieht aber geiler aus. Egal. Ja. Schwach isoliert? Schwach isoliert? Warum soll der isoliert sein? Oh, oh, oh. Scheibenkleister. Ich habe Dings gefunden. Campingkocher. Oh. Nicht schlecht. Ich habe einen pinken Teddy gefunden. Ah, da bist du in dem Haus. Da habe ich den Revolver drin gefunden. Hier oben? Ich denke mal, dass du da gerade bist. Nee, du müsstest mich gerade gesehen haben, auch nicht. Nee, ich bin gerade im Haus. Nee, ich hab auch gerade einen pinken Teddy gesehen. Deswegen habe ich jetzt so... Hier ist ein Brunnen, ja. Ja, trinken. Also ich bin jetzt momentan bei allem weiß. Also bis jetzt bin ich ganz gut dabei. Oh, oh, oh. Vielen Dank für Zuschauer, aber die mich gibt auch noch oben. Schreibt in den Kommentar, wie euch das erste Video, die erste Folge gefallen hat von Daisy Linovia. Die Livonia. Scheibenkleister. Tschüss.